Hallo, hier ist dein Pierre Frank. Herzlich willkommen an meinem Schreibtisch. Hier schreibe ich gerade mein neues Buch. Hier schreibe ich immer meine ganzen Bücher. So sieht es bei mir aus. Dann bin ich ganz alleine und hier mein Computer und meine Gedanken. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Heute wollen wir ja darüber reden, unerfüllte Beziehungen gehen lassen. Kann man das überhaupt? Ich meine, das ist ja seltsam. Wir haben ja in unserem Leben ganz viele Beziehungen gehabt und klar, die gingen irgendwann alle mal zu Ende. Und manche gingen im Streit zu Ende, manche waren ganz harmonisch, weil sie sich einfach überlebt hatten. Man hat dann gemerkt, ja, jeder möchte gerne einen neuen, anderen Lebensweg einschlagen. Und viele von diesen Beziehungen haben wir auch wieder vergessen, haben wir einfach losgelassen. Und wir denken da gar nicht mehr dran. Vielleicht, wenn wir mal wieder Fotos sehen oder wir eine Straße fahren, wo diese Person oder wo du selbst mal gelebt hast mit diesen Menschen, dann denken wir vielleicht daran. Aber eigentlich können wir die komplett aus unserem Leben entlassen. Und dann gibt es die eine Beziehung oder vielleicht auch zwei. Und die bevölkert immer wieder unseren Geist, immer wieder tauchen Erinnerungen auf. Und immer wenn sie auftauchen, dann tut es auch ein bisschen weh. Da gibt es so ein bisschen Wehmut und auch vielleicht ein bisschen eine Trauer. Und irgendwas ist da noch hängen geblieben. Irgendwas ist da zerbrochen. Irgendwas ist da nicht zu Ende geschrieben worden. Die Geschichte hat noch kein Ende gefunden. Und wir spüren das. Wir fühlen, dass da etwas hängen geblieben ist. Und das ist natürlich interessant, dass es so eine Beziehung gibt, wo wir sagen, das ist unerfüllt. Und da hängen wir immer noch dem nach. Und das Erstaunliche ist aber, dass wir manchmal eigentlich gar nicht diesem Menschen nachhängen oder das, was diesen Menschen ausgemacht hat, sondern ganz oft ist es eher, dass wir dem nachhängen, was wir an Wünschen hatten, an Zielen, an Hoffnungen, an Sehnsüchten. Und dass dieser Mensch damals der perfekte Gegenpart war, der genau die gleichen Sehnsüchte hatte und die mit uns ausleben wollte. Also das kann viele, viele solche Sehnsüchte sein. Und damit, wenn so etwas unerfüllt ist, damit hat unser Gehirn absolute Schwierigkeiten. Unser Gehirn möchte gerne Lösungen finden, möchte gerne zu einem Schluss kommen. Deswegen ist das zum Beispiel, als ich war ja Drehbuchautor lange, lange Zeit und das war eins der wichtigsten Dinge beim Drehbuchschreiben, sogenannte Cliffhanger. Das heißt, man baut eine Situation auf mit einer oder zwei oder vielen Personen und es gibt einen Konflikt und der spitzt sich zu und man löst den nicht auf, sondern erzählt die Geschichte woanders weiter. Also einen zweiten Strang und dann einen dritten. Und lässt sozusagen diese Situation unerlöst hängen. Und natürlich wollen wir wissen, halt Moment mal, wie geht es denn da weiter? Da ist ja etwas noch nicht zu Ende geschrieben worden. Und dann müssen wir diese Situation auflösen. Irgendwann später im Film, auch kann doch im Abspann sein, aber wir müssen sie auflösen. Wenn wir das nicht tun, dann hat man das Gefühl, wenn man aus dem Kino geht, da stimmt was nicht. Irgendwas ist noch nicht zu Ende. Es kann sein, dass wir uns ganz klar erinnern, aber wie ging es denn mit den beiden weiter? Die haben die vergessen. Oder wir wissen gar nicht genau, da war irgendwas noch unerlöst und das beschäftigt uns. Und deswegen sind zum Beispiel auch diese ganzen Quiz-Sendungen so erfolgreich. Da macht man nichts anderes. Man stellt Fragen, die uns eigentlich gar nicht interessieren. Die Fragen sind für uns vollkommen unwichtig, aber sobald die Frage gestellt ist, wollen wir die Antwort wissen. Und das weiß natürlich der Fernsehsender perfekt und deswegen wird eine Frage gestellt, aber die Antwort kommt nach der Werbung. Und man kann 8 Minuten Werbung laufen lassen, weil man weiß, der Zuschauer kommt wieder zurück, weil der will die Lösung haben. Wenn nicht, liest er am nächsten Tag das nach. Was ist denn die Antwort davon gewesen? Also unser Gehirn möchte eine Auflösung haben. Und genau das Gleiche ist natürlich auch zum Beispiel, wenn wir einen Ohrwurm haben. Wie wird man einen Ohrwurm los? Indem man ihn zu Ende singt. Also erst wenn man tatsächlich die ganze Strophe zu Ende summt oder singt und den Refrain zu Ende singt, so, dann wird man einen Ohrwurm los. Ansonsten nicht. Ansonsten geht es immer weiter, bis es mal erlöst wird. Und da sind wir eigentlich schon genau bei dem eigentlichen Punkt.
Wenn wir etwas nicht gelöst haben, dann können wir es nur ganz schwer loslassen, eigentlich gar nicht. Und wenn wir uns also solche Beziehungen mal anschauen, eine unerfüllte Beziehung, wo vielleicht immer wieder solche Gedanken auftauchen, immer wieder solche Gedanken hochkommen, dann überleg dir mal, was waren denn das damals für Situationen, was waren das damals für Träume, für Wünsche, für Sehnsüchte, die du mit diesem Menschen zusammen erleben wolltest. Vielleicht wolltest du Kinder haben mit ihm, Vater werden oder Mutter werden. Vielleicht wolltest du eine Weltreise machen und er war der perfekte Mensch, der war auch so weltoffen und mit dem hättest du dich das getraut. Oder vielleicht wolltest du einfach in der Persönlichkeitsentwicklung mit ihm tiefer einsteigen, vielleicht auch dich spirituell weiterentwickeln. Das Interessante dabei ist aber, dass wir es immer auf die Be Person beziehen und nicht auf die Situation. Das heißt, wir koppeln sozusagen unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte mit diesem Menschen. Und deswegen ist es dann klar, wenn es zur Trennung kommt, egal ob er geht oder du, ob sie geht oder du, dann haben wir plötzlich auch unsere Träume und unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche, die plötzlich sich nicht mehr erfüllen können, weil es ging ja nur mit diesem Menschen. Und wir begraben dann plötzlich auch diese Sehnsüchte und Wünsche. Das heißt, wir lassen nicht nur bei dieser Trennung einen Menschen gehen, das würden wir ohne weiteres tatsächlich verkraften. Das wäre gelöst. Aber viele Situationen, die wir mit ihm erleben wollten, lassen wir nicht gehen, die bleiben in unserem Kopf. Aber gleichzeitig begraben wir sie. Wir sagen, okay, das ging nur mit ihm und mit keinem anderen Menschen. Und dann begraben wir unsere Sehnsüchte, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, unsere Visionen. Also wir lassen einen Teil von uns nicht mehr zu. Wir begraben sie. Wir schneiden uns davon ab. Also wir lassen einmal den Menschen los, aber auch gleichzeitig unseren Traum. Den kann ich jetzt nicht mehr verwirklichen. Und das hinterlässt natürlich ein Vakuum, weil die Sehnsucht ist ja immer noch da, der Traum ist auch noch da, aber er ist nicht erlöst worden. Er durfte nicht erlebt werden. Und dieses Gefühl kommt immer wieder hoch. Und deswegen haben wir dann auch diese Trauer, diese Wehmut. Boah, das wäre schön gewesen. Und da hast du nicht diesen Menschen genau vor Augen, sondern das hätte ich mit ihm doch machen können. Nächtelang auf dem Sofa sitzen und lesen. Wir wollten noch so viele Bücher uns gegenseitig vorlesen und, und. Also kommen lauter Situationen, wo du sagst, das wollte ich mit ihm noch machen und das hat sich dann leider nicht erfüllt. Das heißt, wir fühlen uns plötzlich dadurch, dass wir das nicht mehr erleben können, auch nicht mehr beseelt, auch nicht mehr reich, auch nicht mehr erfüllt. Aber genau genommen sind wir es, die an dieser Situation hängen geblieben sind. Und wenn wir es mal genau betrachten, ist es ja so, wir haben eine Sehnsucht gehabt, eine Hoffnung. Dann haben wir einen Menschen getroffen, der die gleiche Sehnsucht hatte, die gleiche Hoffnung. Und dann haben wir alles an diesen Menschen abgegeben, alles an ihn übertragen. Mach du es für mich. Hilf du mir, dass wir diesen Traum verwirklichen können. Das heißt, wir haben die eigene Verantwortung vollkommen abgegeben. Wir haben uns abhängig gemacht. Und unser Partner damals war sozusagen derjenige, der in der Bringschuld war, nur mit ihm kann ich all das erleben. Der muss mir all das geben. Das heißt, wir haben eigentlich uns selbst klein gemacht. Unsere Sehnsüchte, wir sind nicht stark genug, die zu erleben. Wir haben nicht die Kraft, wir haben nicht die Power, wir haben nicht die Magie. Nein, er, sie hatte sie. Und das ist natürlich nicht die Wahrheit, sondern wir haben uns abhängig gemacht. Abhängig ist immer schlecht. Nehmen wir mal an, du hast das Gefühl, ich bin nicht liebenswert. Und findest du jemanden, der zeigt dir, wie wundervoll du bist und plötzlich empfindest du dich auch als liebenswert. Dann siehst du, wie wertvoll du bist und plötzlich kannst du ganz viel realisieren, du kommst aus dir heraus und merkst gar nicht, du kommst eigentlich gar nicht aus dir heraus, sondern du lässt dir alles bringen. Mit ihm geht das. Also ich immer auf diese eine Sehnsucht bezogen. Und klar, wenn dann dieser Mensch nicht mehr da ist, dann fällst du wieder zurück in
ich bin nicht mehr liebenswert oder ich bin wertlos. Also du fällst wieder in den Zustand zurück, wo du davor warst, bevor du diesen Menschen getroffen hast. In Wahrheit ist es ganz wesentlich für uns, dass wir selbst das in uns in die Realität bringen. Dass wir selbst es sozusagen in unser eigenes Erleben bringen. Wenn wir jedoch immer in dieser Vergangenheit hängen bleiben, mit ihm wäre es möglich gewesen, dann tatsächlich schauen wir mehr in die Vergangenheit als in die Gegenwart. Und damit nehmen wir an der Gegenwart nicht mehr wirklich teil. Und auch unsere künftigen Partner haben überhaupt nicht mehr die Chance, mit dir etwas Ähnliches zu erleben oder deine Sehnsüchte oder deine Hoffnungen. Denn das parkt dort. Das parkt nicht hier mit deinem neuen Partner. Vielleicht könntest du das mit ihm durchaus auch erleben. Aber wenn wir unerfüllte Beziehungen haben, ganz oft haben wir nicht nur eine, sondern dann kommt noch eine andere unerfüllte dazu und dann noch eine und dann entsteht eine gewisse Trauer in uns und wir wissen, all das gehört dorthin, das werde ich nie wieder erleben und auf diese Weise suchen wir uns auch unsere neuen Partner aus. Von vornherein mit dem neuen Partner werde ich das nicht erleben, weil das gehört ja dorthin. Das heißt, wir schränken uns in der neuen Partnerwahl schon mal von vornherein ganz stark ein. Und je mehr wir aber tatsächlich in die Vergangenheit eintauchen, je mehr wir uns damit beschäftigen, dann kommen natürlich unglaublich viele Fragen, die da entstehen. Warum mussten wir uns trennen? Was ist da geschehen? Wie ist das eigentlich passiert? Dann kommen Schuldgefühle hoch und ich hätte das nicht tun sollen und wieso habe ich das so gemacht? Und wir sind nur noch dort. Und wir behindern uns am Weitergehen. Wir sehen nicht, Moment mal, da gibt es Situationen, die du gerne erleben möchtest. Und du sagst, ich kann sie nicht mehr erleben, weil das ginge nur mit diesem Menschen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das voneinander trennen. Da gab es einen Menschen, den du geliebt hast. Und da gab es Situationen, die deinen Sehnsüchten, deinen Hoffnungen, deinen Visionen und deinen Wünschen entsprach. Das ist immer noch in dir, unerlöst. Und wenn du sie immer wieder in die Vergangenheit packst, ist das so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so ein Schiff, das volle Fahrt vorausgehen möchte, aber es hat den Anker ausgeworfen. Und dann schrubbelt der Anker immer da unten an dem Grund. Und du bewegst dich wirklich nur langsam und schwer und schleppend, weil immer noch dieser Anker da ist. Nee, das kann ich ja nicht erleben, weil es gehört ja dahin. Und deswegen die einzige Erlösung für uns, um unerfüllte Beziehungen gehen lassen zu können, ist, dass wir einmal aufschreiben, was wollte ich alles damals mit diesem Menschen erleben? Was waren unsere Pläne? Was waren unsere Visionen, unsere Ziele? Was hatten wir alles vor? Und dann wirst du wieder diese Liebe spüren oder das Gefühl, oh, das war so toll. Schreib das alles mal auf. Was wolltet ihr gemeinsam erleben? Und dann nimmst du das, was du gemeinsam erleben wolltest, nochmal auf eine neue Seite und schreibst, das möchte ich erleben. Das ist mein Anspruch an das Leben. Das möchte ich. Wenn dieser andere Mensch nicht mehr da ist, dann ist aber immer noch deine Sehnsucht da. Das möchte ich erleben. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass du diese unerlöste, unerfüllte Partnerschaft plötzlich leichter gehen lassen kannst, weil du feststellst, Moment mal, das sind meine Visionen, die kann ich immer noch realisieren. Also du nimmst sozusagen diesen Anteil wieder zu dir zurück, er gehört dir. Und diese Sehnsucht hast du, weil sie erfüllt werden kann, weil du sie dir selbst erfüllen kannst, mit einem anderen Menschen. Aber da ist es ganz wesentlich, dass du dich für diese Sehnsüchte wieder öffnest. Ja, also schreib mir auf, was wolltest du damals mit diesem Menschen alles gemeinsam erleben? Boah, und was ging nicht mehr? Und dann nimmst du das und nimmst das alles in die Gegenwart. Das möchte ich alles erleben, jetzt, in Zukunft. Das alles gehört mir. Und plötzlich wirst du sehen, dass du eine unerfüllte Partnerschaft gehen lassen kannst. Sie nimmt keine so massiven Formen mehr an. Und ganz toll ist es natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel jetzt bereits in einer Partnerschaft bist,
wenn du mit deinem Partner darüber redest. Das Reden darüber bringt dir auch nochmal alles zurück. Das möchte ich eigentlich alles erleben. Das sind meine Visionen, das sind meine Ziele und ich habe mich irgendwie davon abgeschnitten. Vielleicht hattest du lange Zeit das Gefühl, das Schicksal hätte dir etwas weggenommen. Nee, du hast dir selbst etwas weggenommen, indem du es einfach dorthin gepackt hast und gesagt hast, das gehört dorthin und nicht mehr zu mir. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man das trennt, den Menschen und die Situation. Und die Situation, die du erleben möchtest, die gehört dir. Und die kannst du wieder zurückholen. Also hol dir deine Wünsche, deine Visionen, deine Sehnsüchte. Hol dir deine Zukunft wieder zurück. Die gehört dir. Und unerfüllte Beziehungen können wir auf diese Weise loslassen. Und plötzlich nimmst du wieder an dem Leben teil. Plötzlich bist du wieder beseelt. Plötzlich erlebst du diese Dinge. Und plötzlich stellst du fest, das gehört nicht einem Menschen. Doch, das gehört einem Menschen. Dir. Es gehört nicht einem anderen Menschen. Dein authentisches Ich gehört nur dir. Und das kannst du mitnehmen. Von Beziehung zu Beziehung, von Partnerschaft zu Partnerschaft. Und dann kann es sein, dass du in einer Partnerschaft etwas Wundervolles erlebst. Da gibt es auch noch andere Sehnsüchte. Die nimmst du mit in die nächste Partnerschaft. Und plötzlich kannst du dein Leben leben. Und plötzlich kannst du Beziehungen, die sonst immer hochschwappen und immer, oh, mein Gott, nee, ja, wie schön wäre das gewesen, kannst du gehen lassen. Ich hatte so eine Beziehung. Da war ich 20, 21, 22. Ein Jahr lang war ich mit einer Frau zusammen und dann haben wir uns getrennt. Und noch heute denke ich immer wieder daran. Und vor vielen Jahren habe ich da eben mit ganz viel Wehmut dran gedacht. Ah, oh, wir wollten doch, ach, das wäre toll gewesen. Klar, als junger Mensch hatte man unglaublich viele Pläne und mit diesem Menschen hätte ich es alles erleben können. Und ich habe mich getrennt von ihr. Und das ist natürlich noch schwieriger. Wieso habe ich denn diese Liebe nicht gelesen? So, bis mir klar wurde, dass ich in einer Wiederholungsschleife war. Und das auch von einer Beziehung zur nächsten mitgeschleppt habe und denen gar keine Chance gegeben habe, das zu erleben mit mir gemeinsam, weil es gehört ja dorthin. Und als mir klar wurde, dass das gar nicht stimmt, dass man das sehr gut trennen kann, dass meine Visionen, meine Ziele und Sehnsüchte mir gehören, mir, und ich entscheide, ob ich sie mit jemand anderem erleben darf oder nicht. Und niemand anderer entscheidet darüber. Da hat sich das gewandelt. Und ja, noch heute denke ich manchmal an diese Partnerschaft zurück, aber dann denke ich nicht mehr mit Wehmut zurück, sondern mit Liebe und mit einem Lächeln. War ein schönes Jahr. Aber ich habe nicht mehr das Gefühl, etwas nicht erlebt zu haben, etwas nicht gelebt zu haben. Nein, denn das habe ich dann, nachdem mir das klar wurde, alles gelebt. Und das war wundervoll. Und deswegen möchte ich, dass du dir dies auch alles gestattest, dass du dir gestattest, das wieder zu erleben. Nimm dein Leben wieder in deine Hand, da gehört es hin. Nimm wieder die Verantwortung selbst in die Hand. Gib die nicht ab an jemand anderen, sondern du bist der Schöpfer deines Lebens, niemand anderer. Andere freuen sich, es mit dir gemeinsam zu tun. Es mit dir gemeinsam zu tun. Nicht sie tun es für dich. Nicht nur sie erlauben dir, es zu tun. Nee, du erlaubst dir, es zu tun. Mit jemand anderem. In diesem Sinne, wenn das Video dir gefallen hat, dann teile es. Dann machst du mir eine große Freude. Abonniere den Kanal, machst mir auch eine große Freude. Gib mir einen Daumen nach oben und schreib natürlich ganz viel in die Kommentare rein. Und dann schau mal, ob du, wenn du so eine unerlöste, unerfüllte Beziehung noch mit dir herumschleppst, dann ist es jetzt an der Zeit, sie loszulassen, sie gehen zu lassen, damit das Leben wieder in der ganzen Fülle stattfinden kann.
Alles Liebe. Dein Pierre.